Was ist denn das für ein Vogel da? Achtung, Vorsicht. Was ist der Tempel der Artemis gegen die Bienen- und Insektenberatung der Stadt Frankfurt? Die tausend Wunder von Frankfurt. Sagt noch jemand bitte oder fang schon? Hallo und herzlich willkommen bei die tausend Wunder von Frankfurt. Heute geht's um Bienen, ja? Aber leider nicht um flotte Bienen. Riesengecke, muss selber lachen. Dann wären wir ja vor der Disco oder bei Jam Rotischviertel. Nein, es geht um richtige Bienen, ja? Es geht um richtige Bienen, um Wespen, Hornissen und was fehlt noch, Batscher, was fliegt noch? Jumbo Jets. Oh. Pass auf, ich gebe dir mal einen Tipp. Wie hieß der Fußballer von Dortmund, der bei der Europameisterschaft so ein gutes Turnier gespielt hat? Das war der Mats? Nowitzki. Der Mats Nowitzki. Es war der Mats Hummels. Ich wollte dir eine Brücke zu Hummeln bauen, egal, aber es geht vor allem in allererster Linie um Wespen. Weil das kennen wir ja, man sitzt im Garten, ja, auf dem Balkon, isst ein Stück Schwarzwälder Sahnetorte, Käsekuchen oder ein Aprikose-Biskuitkuchen mit Weintraube drauf und auf einmal kommen die Wespen. Gut, wenn es jetzt ein, zwei sind, dann kann man auch mal einen mit dem Löffel in den Kaffee kloppen, das ist auch okay, aber wenn es dann mehrere sind, dann wird es ja unangenehm. Und dafür gibt es dann einen Insektenberater. Batsche, was machst du? Batsche, ich sagte, dafür gibt es einen Insektenberater, ja, und einen von diesen Insektenberatern haben wir hier, nämlich den Herrn Bernhard Traulich. Hallo, Herr Traulich, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ich sag gerade, Sie sind Insektenberater, wobei ich muss noch einen Gag anbringen, pass auf, ja, Sie beraten ja nicht die Insekten, sondern uns, gell? Genau. Ja, wir beraten Bürgerinnen und Bürger, die meistens von Wespen genervt werden. Das ist ein typisches Saisongeschäft im Sommer. Okay, jetzt kommst du immer mal einfach folgende Situation. Vielleicht mal eins noch über die Wespe drüber. Ich bin jetzt im Wald. Auf einmal kommt ein Schwarm Hornissen. Ja, ich sag mal 20.500 Hornissen kommen auf mich zu. Wie verhalte ich mich, beziehungsweise was mache ich besser nicht? Ganz ruhig bleiben, das kann nur ein böser Traum sein. Hornissen schwärmen nicht im klassischen Sinne wie Bienen, sondern wenn man in Nestnähe ist, kann man natürlich mal so eine Verteidigungspositionen provozieren, dann kommen ein paar hundert, ein paar tausend, wird schon schwierig, die zusammenzukriegen. Also da muss man eigentlich nicht mit rechnen. Gut, ja. Und stimmt es, dass man Wespen prinzipiell nicht kalt machen darf? Also ist das verboten? Ja, in der Tat. Das Bundesnaturschutzgesetz sagt, bei allen freilebenden, wildlebenden Arten, die dürfen weder beunruhigt noch getötet werden. Und wenn sie mich beunruhigt, ist aber legal, oder was? Ja, dafür gibt es ja Insektenberater. Ach, da gibt es ja, genau. Ist klar. Was passiert jetzt, wenn man zum Beispiel mal ein Wespennest bei sich daheim hat? In der Dachrinne oder drinnen im Schrank, Kühlschrank, was weiß ich. Ich habe einen Kumpel, der hat zum Beispiel versucht, dasselbe zu regeln, das Wespennest, der hat fast seine eigene Bude abgefackelt, ja? Ja, das geht in der Regel schief. Da bitten wir alle, da nur Fachleute dran zu lassen. Im Übrigen ist es tatsächlich so, wir beraten am Umwelttelefon und versuchen zusammen mit den Betroffenen zu klären, wie sieht die Situation im Einzelfall aus. Es gibt keine ganz elegante Methode, sich von Wespen zu trennen. Das glaube ich. Ja, jetzt kommt noch ein Gag zum Schluss, Herr Traulich, den wir noch nie gehört haben. Wenn Sie zur Arbeit fahren, fahren Sie dann mit dem Auto oder, Achtung, mit der Vespa? Ich fahre mit der Bahn. Mit der Bahn. Ja. Der war auch gut. Ja, gut, Herr Traulich, dann danke ich Ihnen. Ich muss jetzt los, wird mir auch gerade ein bisschen voll hier. Schön, Herr Sette. Batsche, mach's gut. Tschüss. Batsche, komm. Tschüss, Herr Traulich, gell? Tschüss.